Hey, heute ist echt mal wieder so ein Tag seit längerem, also auch weil ich mich natürlich so ein bisschen an die Chemo gewöhnen musste und so, wo ich mal irgendwie ein bisschen aktiver bin, aber auch nicht irgendwie, weil ich da jetzt. Wie siehst du denn aus? Aber der Hund ist doch so geil. Ja, auf jeden Fall nicht, weil ich da jetzt irgendwie selber drauf gekommen bin, sondern weil meine Mom heute Morgen einen kleinen Streit mit mir angezettelt hat. So von wegen, dass ich mich nicht die ganze Zeit immer nur zu Hause irgendwie jetzt so gehen lassen soll, sondern dass ich jetzt halt rausgehen soll und mal irgendwie wieder was machen soll und so. Und damit hat sie absolut recht. Oder wie seht ihr das? Naja, weil die letzten Tage war ich dann doch immer noch ein bisschen mehr zu Hause und bin nicht so viel rausgegangen, halt mal irgendwie mit dem Hund eine Runde spazieren oder so, aber das war es dann auch schon. Und habe eine ganze Menge so über meine Situation wieder nachgedacht und so weiter und so fort und war dementsprechend so mal anderthalb maximal Tage ein kleines bisschen depressiv, weil die Chemo, die ich jetzt bekomme, die geht mir ganz schön auf die Gelenke. Und so alles, was so meine Bewegung angeht und so. Und man muss sich immer erst so einen Augenblick warm laufen, ehe es denn wieder funktioniert. Also alles erstmal irgendwie so ein bisschen gängig machen. Und da hatte ich dann halt meistens irgendwie keinen Bock drauf und bin dann einfach liegen geblieben, bin wieder eingeschlafen, irgendwann wieder wach geworden, ein bisschen was gelesen, wieder eingeschlafen. Und so hat sich das eigentlich die ganze Zeit so hingezogen. Und dann war ja mein Bruder gestern noch hier, von dem habe ich auch eine kleine Ansprache bekommen, von wegen, dass ich mich mal wieder ein bisschen mehr bewegen sollte und so und dass es halt sonst nicht besser wird und damit haben beide recht. Wenn ich mich jetzt die ganze Zeit nur hier irgendwo hinlege und irgendwie die Sonne genieße oder ein Buch lese oder so, was halt auch toll ist, aber davon werden diese Sachen, so, gerade so im Ellbogen habe ich das drin und in der Wirbelsäule, davon wird das alles nicht besser irgendwie. Und ich merke auch, dass es jetzt gerade zum Beispiel schon an so einem Punkt ist, wo ich dann manchmal so ein bisschen schräg laufe. Also, dass ich nicht mehr so zum Beispiel straight eine Linie so laufen kann, sondern wenn ich nach rechts gucke, dann drifte ich ein bisschen nach rechts so ab. Wenn ich nach links gucke, drifte ich ein bisschen nach links ab und das ist halt scheiße. So, also. Es muss wenigstens gesichert sein, dass ich mich doch bewegen kann wie ein normaler Mensch. Nicht, dass ich mir dann sozusagen da auch irgendwie dann selbst was zufüge, was dann später vielleicht irgendwie nicht mehr repariert werden kann oder dass ich dann mein Leben lang irgendwie einen Gehfehler habe oder so. Und deswegen, ich brauchte ein paar Tage irgendwie, um wieder zur Besinnung zu kommen. Und jetzt sieht das schon wieder alles ganz gut aus. Ich habe auch gestern zum Beispiel gar nicht gefilmt, weil ich einfach keinen Bock auf alles hatte. So. Und heute wieder in die Kamera zu quatschen, ist doch geil. Genauso wie draußen, zieht euch mal rein, was das für ein Wetter ist. Draußen einfach mal ein bisschen unterwegs zu sein und irgendwie ein bisschen zu laufen, vielleicht den Hund ein bisschen irgendwie zu ärgern und den übers Feld zu jagen oder so, hat alles irgendwie seinen Charme, aber irgendwie. Ich will mich gar nicht rechtfertigen, irgendwie war die letzte Zeit halt so ein bisschen blöd. So, weil ich jetzt schon wieder was Neues habe. Und damit muss man sich halt erstmal irgendwie arrangieren und das vor allem auch akzeptieren. Aber ist ja nur eine begrenzte Zeit, bis der Krebs besiegt ist und dann wird das alles wieder rausgebaut. So, auf jeden Fall, Mutti hat was super Leckeres gekocht. Wir haben ja fast die Kamera runtergefallen. Das sieht zwar irgendwie sehr komisch aus, also eher so wie so ein Spinat oder so. Aber das ist so eine Kräutersuppe. Und die ist richtig lecker. Die ist ein kleines bisschen zu scharf geworden. Aber an sich ist die richtig gut. Ich muss mal gucken, aus welchem Kochbuch sie das hat, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher sie das jetzt hatte. Das hat sie vorhin irgendwie angefangen zu kochen und dann war auch irgendwie gut. Und boah, komplett vegan, richtig lecker. Und davon bringe ich jetzt unserer Nachbarin ein bisschen was rüber. Wenn irgendwie. Warum fokussiert das nicht richtig? Ich bin die ganze Zeit dunkel. Na, jetzt. Na gut, ich bringe mal meine.
Geht's dir gut, Dicker? Geht's dir gut? Willst du noch mit mir eine Runde spazieren? Mal spazieren gehen? Du alter Schmusebär. Ey, dieser Hund ist wirklich so eine Bereicherung. Ohne mal, wie lieb ich den hab. Ich glaube, die Suppe kam bei meiner Nachbarin ganz gut an. Würde ich mal so behaupten. Warum trägst du eine Mütze drin? Digga, was ist los mit dir? Du kleines Ferkel, du. Komm, jetzt muss er nochmal rein. So hink mit ihm nicht. Aber das war ja gerade eine lange Session. Wieder zurück. Na, dann versuchen wir mal. Hey, Borschi. Du wirst nachher sowas von duschen, Alter. Und hierher. Ja, fein. Warte. Und hopp rein. Los. Na, das rein mit dir. Hier rein. Hopp rein. Los, Sven. Guter Hund. Wenn und aber einfach offen lassen. Jo, so geht's genau an. Wer da rangeht, ist selbst schuld, oder? Guckt mal, was es hier in Glienicke gibt. Uilala. Ey, da traue ich mich ja jetzt schon kaum noch ans Auto ran. Da kann man ganz
Mein Papa sagt gerade schon, da kannst du ganz entspannt einfach einkaufen gehen, ohne Angst zu haben, dass den Hunden irgendwie zu warm wird oder dass die Hunde einer klaut. Wenn du die beiden Jungs da gerade gesehen hast, da kannst du absolut sicher sein, dass sich da keiner ranwagt. Also nicht mal auf einen Meter würde ich daran gehen. Nachher hält irgendwie, was weiß ich, dieses Gitter da nicht oder so, aber das sah schon wirklich krass aus.